Diese Episode ist für mich etwas ungewöhnlich, weil ich mit Kopfhörern aufnehme, weil es wirklich ganz wichtig ist, dass ich genau höre, was da eigentlich passiert, denn es geht um Hall. Bei Hall denken die meisten Leute an künstlich erzeugten Hall mit Bricastium 7, Lexikon und zig weiteren Plugins. Dieses Mal geht es aber darum, den Hall zu reduzieren. Und für Recording.de habe ich von Elkin Digital die Verberate Nummer 3 getestet. Ich habe eine Testaufnahme gemacht, beziehungsweise mehrere Testaufnahmen. Ich habe einmal meine Sprache aufgenommen in 3 verschiedenen Räumen. Und wir gucken mal, was Elkin Digital da rausholen kann. Ich habe die Kamera ein bisschen bewegt, was die Kamera anscheinend nicht mochte. Deswegen sieht man mich manchmal und manchmal sieht man Schwarzbild. Aber man bekommt auch so akustisch und optisch einen sehr, sehr guten Eindruck. Also hören wir uns mal den ersten Raum mit der Sprache an. Jetzt befinde ich mich im kleinsten Raum. Der ist ca. 3x4 Quadratmeter groß. Hier habe ich zwar Akustikmodule aufgestellt, aber wenn wir uns mal die Deckenhöhe angucken, dann sehen wir, der Raum ist doch einiges hoch und ich habe hier keine Deckensegel oder sowas angebracht. Das ist nur ein Übergangsraum. Also ja, hier ist ein bisschen was behandelt worden, aber wir haben immer noch Nachhall. Wir hören erst natürlich ein bisschen Rauschen. Das liegt daran, dass ich ein ganz anderes Mikrofon benutzt habe als das, was ich jetzt benutze. Und wir haben ein Lavalier-Mikrofon, was dann an das Zoom H6 geht. Also auch da, ob mit oder ohne Hall, sollte man deutlich unterscheiden können, ob ich jetzt gerade hier spreche oder ob das die Aufnahme ist. Und jetzt nehmen wir doch mal direkt die Verberate Nummer 3. Und das ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Man kann noch stärker rein, aber wir fangen erstmal klein an. Erstmal haben wir hier die Nachhallschätzung. Und wir haben 2 verschiedene Kategorien, Stimme oder Sonstiges. Und Sonstige machen wir nachher. Wir machen erstmal Stimme und die Empfindlichkeit ist jetzt auf 0%. Die kann hochgefahren werden oder niedriger gefahren werden. Wir bleiben erstmal bei den 0% und frickel mal ein bisschen rum. Jetzt befinde ich mich im kleinsten Raum, der ist ca. 3x4 Quadratmeter groß. Hier habe ich zwar Akustikmodule aufgestellt, aber wenn wir uns mal die Deckenhöhe angucken, dann sehen wir, der Raum ist doch einiges hoch und ich habe hier keine Deckensegel oder sowas angebracht. Das ist nur. Also ich habe gerade mal auf Bypass geschaltet und sobald ich auf Bypass schalte, ist es wesentlich halliger und wenn ich Bypass ausmache, dann klingt es wirklich viel, viel trockener. Ich mache das nochmal und dann regle ich mal die Empfindlichkeit weiter nach oben und dann weiter zurück. Jetzt befinde ich mich im kleinsten Raum, der ist ca. 3x4 Quadratmeter groß. Hier habe ich zwar Akustikmodule aufgestellt, aber wenn wir uns mal die Deckenhöhe angucken, dann sehen wir, der Raum ist doch einiges hoch und ich habe hier keine Deckensegel oder sowas angebracht. Das ist nur ein Übergangsraum. Also ja, hier ist ein bisschen was behandelt worden, aber wir haben immer noch Nachhall. Also die 0%, das ist das, was empfohlen wird. Es ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Bei 0 würde ich denken, da passiert gar nichts. Und bei 100 passiert was. Es ist aber ein bisschen anders. Bei 0 haben wir quasi die optimale Einstellung. Und wenn wir auf minus 100 gehen, dann ist gar keine Empfindlichkeit. Und wenn wir weitergehen, also höher als 0, dann kann es sein, dass wir das Signal zu stark verschlechtern. In dem Fall habe ich das Gefühl gehabt, dass es einfach noch ein bisschen weniger Rauschen gegeben hat, wenn ich weiter nach oben gehe, aber dass das Signal nicht allzu stark verschlechtert wurde. Lass uns nochmal ablaufen. Jetzt befinde ich mich im kleinsten Raum, der ist ca. 3x4 Quadratmeter groß. Hier habe ich zwar Akustikmodule aufgestellt, aber wenn wir uns mal die Deckenhöhe angucken, dann sehen wir, der Raum ist doch einiges hoch und ich. Also wirklich schon mal ein großer Unterschied.
Dann gehen wir in den zweiten Raum, den ich aufgenommen habe, und hören uns hier mal trocken an. Jetzt befinde ich mich im Vorraum zum Treppenhaus. Der ist etwas kleiner, aber viel halliger, denn hier haben wir wirklich gar keine Behandlung. Pure, kahle Wände, wunderbare Erstreflexion. Und ich finde auch, dass der Hallpegel hier unglaublich hoch ist. Also ganz klar ein deutlich anderer Raum. Und gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich lasse es zuerst nochmal laufen im Bypass-Modus und dann schalte ich das Plugin dazu. Jetzt befinde ich mich im Vorraum zum Treppenhaus. Der ist etwas kleiner, aber viel halliger, denn hier haben wir wirklich gar keine Behandlung. Pure, kahle Wände, wunderbar. Also es klingt definitiv schon mal besser, anders. Jetzt spiele ich auch noch ein bisschen mit Empfindlichkeit rum. Wunderbare Erstreflexion. Ich finde auch, dass der Hallpegel hier unglaublich hoch ist. Und jetzt gibt es noch was anderes, mit dem wir spielen können, nämlich die Erstreflexion. Die sind manchmal doch ganz schön heftig. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir die Erstreflexion etwas in den Griff kriegen. Dafür gehe ich hier auf Lernen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze danach dann klingt. Jetzt befinde ich mich im Vorraum zum Treppenhaus. Der ist etwas kleiner, aber viel halliger. Denn hier haben wir wirklich gar keine Behandlung. Pure, kahle Wände. Und jetzt kann ich auch noch auswählen, wo diese S-Reflexion überhaupt berechnet werden, in welchem Frequenzbereich. Ich kann den also eingrenzen. Und wir gucken mal, ja, inwieweit das hier was bringt. Ich kann jetzt also nicht sagen, wie stark die S-Reflexion großartig begrenzt werden, sondern ich kann nur lernen. Aber wir schauen mal. Jetzt befinde ich mich im Vorraum zum Treppenhaus. Der ist etwas kleiner, aber viel halliger. Denn hier haben wir wirklich gar keine Behandlung. Pure, kahle Wände, wunderbare Erstreflexion. Ich finde auch, dass der Hallpegel hier unglaublich hoch ist. Das ist natürlich auch ein total fieser Raum. Also bei einigen Sachen, bei einigen Versuchen, da hat das wirklich was gebracht mit der Erstreflexion. Hier bei dem Beispiel nicht. Manchmal macht es eine Verschlechterung. Und hier ist jetzt kein so großer Unterschied zu hören. Dann probieren wir mal die Spektralglättung aus. Die können wir regeln von 0 bis 100. Jetzt befinde ich mich im Vorraum zum Treppenhaus. Der ist etwas kleiner, aber viel halliger. Denn hier haben wir wirklich gar keine Behandlung. Pure, kahle Wände, wunderbare Erstreflexion. Ich finde auch, dass... Und jetzt können wir noch mit M-Phases spielen. Gucken wir mal, was hier passiert. Der Hallpegel hier unglaublich hoch ist. Jetzt befinde ich mich im Vorraum zum Treppenhaus. Der ist etwas kleiner, aber... Was echt schön ist, weil ich hier mit den verschiedenen Frequenzbereichen doch nochmal sagen kann, dass ich vielleicht im Bass den Hall nicht so stark reduzieren möchte oder die Empfindlichkeit nicht so hoch ist, aber das Ganze vielleicht in den Höhen etwas anders ist. Aber viel halliger, denn hier haben wir wirklich gar keine Behandlung. Pure, kahle Wände, wunderbare Erstreflexion. Ich finde auch, dass der Hallpegel hier unglaublich hoch ist. Jetzt befinde ich mich im Vorraum zum Treppenhaus. Der ist etwas kleiner, aber viel halliger. Denn hier haben wir wirklich gar keine Behandlung. Pure, kahle... Und auch wenn das jetzt nicht klingt wie eine trockene Studioaufnahme, vergleichen wir das doch nochmal mit dem Original. Jetzt befinde ich mich im Vorraum zum Treppenhaus. Der ist etwas kleiner, aber viel halliger. Denn hier haben wir wirklich gar keine Behandlung. Pure, kahle Wände, wunderbare Erstreflexion. Ich finde auch, dass der... Also da hat sich schon deutlich was geändert. Und jetzt kommen wir mal zu einem richtig langen Hallraum. Und dafür nehme ich hier wieder das Reset-Preset
auch ein geiler Name. Reset Preset. Ja, und wir hören mal jetzt rein, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich im größten Hallraum, den ich erfinden konnte, nämlich im Treppenhaus. Das ist auch besonders hoch, dementsprechend lang ist auch der Hall. Auch hier klar, wir haben pure Wände, dann haben wir natürlich... Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich das Plugin einschalte. Jetzt bin ich im größten Hallraum, den ich erfinden konnte, nämlich im Treppenhaus. Das ist auch besonders hoch, dementsprechend lang ist auch der Hall. Auch hier. Okay, und da muss ich sagen, da bin ich jetzt echt überrascht, wie gut das klingt. Ja, wir haben noch ein paar leichte Reflexionen drin. Aber gucken wir doch mal, was passiert, wenn ich die Empfindlichkeit nach oben schraube. Jetzt bin ich im größten Hallraum, den ich erfinden konnte, nämlich im Treppenhaus. Das ist auch besonders hoch, dementsprechend lang ist auch der Hall. Dann wird wirklich ein bisschen der Qualität oder von der Qualität weggenommen. Dann haben wir wirklich weniger Qualität. Dann klingt es ein bisschen wie ein MP3-File. Bleiben wir nochmal auf den 0% und ziehen die noch einen Tick nach unten. Jetzt bin ich im größten Hallraum, den ich erfinden konnte, nämlich im Treppenhaus. Das ist auch besonders hoch. Dementsprechend lang ist auch der Hall. Auch hier klar, wir haben pure Wände. Dann haben wir natürlich... Ja, also es klingt jetzt auch einmal wie ein Treppenhaus aus Holz, was Kleines. Also irgendwie passt jetzt der Ton nicht mehr zum Bild im positiven Sinne. Und jetzt gucken wir uns nochmal an. Wir haben ja nämlich noch zwei Parameter. Wir haben nämlich Direktsignal und Nachhallpegel. Das heißt, jetzt können wir die auch nochmal getrennt einstellen. Und das machen wir doch mal. Ich drehe jetzt mal ein bisschen an dem Direktsignal rum. Jetzt bin ich im größten Hallraum, den ich erfinden konnte, nämlich im Treppenhaus. Das ist auch besonders hoch. Dementsprechend ist auch hier klar. Jetzt haben wir also wirklich nur den Nachhallpegel gehört. Oder ich ziehe jetzt mal den Nachhallpegel langsam nach unten und dann wieder nach oben. Jetzt bin ich im größten Hallraum, den ich erfinden konnte, nämlich im Treppenhaus. Das ist auch besonders hoch, dementsprechend lang ist auch der Hall. Auch hier klar, wir haben pure Wände, dann haben wir natürlich Stein oder aus was sonst hier so eine... Das ist natürlich ganz cool, denn es kann ja sein, dass man sagt, ha, diese Empfindlichkeit, die nimmt mir ein bisschen zu viel vom Hallsignal weg. Ich möchte das Hallsignal doch noch ganz leicht hinzufahren. Und dann kann man das ganz einfach über diesen Regler machen, dass es nicht ganz so trocken ist. Man kann sich auch noch den Unterschied anhören. Also was wird jetzt eigentlich weggenommen? Und da haben wir diesen Unterschied-Button. Und da klicke ich jetzt auch gleich mal drauf und nochmal drauf und nochmal. Jetzt bin ich im größten Hallraum, den ich erfinden konnte, nämlich im Treppenhaus. Das ist auch besonders hoch, dementsprechend lang ist auch der Hall. Auch hier klar, wir haben pure Wände, dann haben wir natürlich Stein oder aus was sonst hier so eine Treppe besteht. Und da bin ich auch mal gespannt, wie viel man von diesem langen Nachhall in der Stimme rausbekommt. So, das hatten wir jetzt also mit Stimme und ich muss auch gestehen, dass ich die Vibrate Rate die ganze Zeit auf dem Signal, was ich jetzt gerade spreche, auch drauf habe, denn ich bin ja in diesem ersten trockenen Raum, vermeintlich trocken, der noch überhaupt nicht trocken ist. Da habe ich jetzt zwar ein anderes Mikrofon, aber trotzdem ist der Raum hier und das Ganze wird auch mit D-Vibrate noch ein bisschen trockener gemacht. Jetzt hat man die ganze Zeit Stimme und jetzt machen wir mal was anderes. Wir gehen mal auf Sonstiges. Und hier habe ich jetzt Percussion eingespielt, auch in den drei verschiedenen Räumen. Wir fangen wieder mit dem kleinsten Raum an und das Plugin ist auf Bypass. Warum auch immer, Kamera war komplett schwarz, soll uns aber nicht weiter stören. Und wenn ich jetzt auf Sonstige gehe, dann haben wir
zwei Regler, nämlich die Nachhallzeit und den Nachhallpegel. Also das ist dann ungefähr die Reduktion, wie laut wir das dann hören wollen, wie laut wir den Hall hören. Und die Nachhallzeit, ja, die können wir schätzen. Oder wir benutzen jetzt einfach A, den Button A für Automatik und lassen die Vibrate mal schätzen, wie lang die Nachhallzeit ist. Und die ist jetzt geschätzt worden auf 0,56. Probieren wir mal, ob das nochmal genauso funktioniert. Ich habe die Nachhallzeit jetzt mal gesetzt auf 4,5 und aktiviere nochmal A. Ja, wunderbar. Also es wurde sofort erkannt, das ist ein kleiner Raum. Und der Nachhallpegel ist jetzt hier auf minus 12. Ich setze ihn jetzt mal auf 0, dann müssten wir eigentlich denselben Sound haben, als wenn das Plugin im Bypass-Modus ist. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist manchmal etwas verwirrend. Okay, also ich ziehe den Nachhallpegel jetzt komplett nach unten auf minus 48 und dann langsam nach oben. Ja, und jetzt nochmal den Vergleich mit Bypass. Also das hat schon mal wunderbar funktioniert. Dann bin ich jetzt in dem zweiten Raum und der hat schon wesentlich mehr Hall. Und jetzt machen wir das Plugin wieder an und machen die Messung. Ist auch echt gemein, weil ich das auch mit dem Lavalier-Mikrofon aufgenommen habe. Und das habe ich jetzt nicht direkt davor gestellt. Also der Abstand ist jetzt auch nicht optimal. Aber wir haben hier schon eine Nachhallzeit, die länger ist, nämlich 1,18 Sekunden. Ja, und jetzt spielen wir ein bisschen mit der Nachhallzeit auch hier rum. Hier bleibt noch so ein kleines Flatter-Echo übrig. Das ist jetzt bei so einem Percussion-Signal natürlich auch echt gemein. Das heißt, da ist es vielleicht auch mal anders, wenn man zum Beispiel ein Akkordeon oder ähnliches aufnimmt. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze klingt, wenn wir das im Treppenhaus machen. Da sollte der Hall eigentlich auch etwas freundlicher sein. Und wir hören uns erstmal wieder das Original an, ohne den Effekt. Und jetzt mit dem Effekt und wieder das A drücken.
Hier ist jetzt gemessen worden eine Nachhaltzeit von 1,25. Ich glaube, das kann man jetzt mal wirklich ein bisschen nach oben setzen. Und schon klingt es wieder deutlich besser. Jetzt will ich mal gucken, ob ich jetzt nochmal den Envelope Shaper einfach dazu packe, damit wir noch ein bisschen Punch hinzukriegen. Dann nehmen wir den Multiband Shaper direkt von Cubase. Ja, und wenn ich jetzt mal beide Plugins ausschalte und dann wieder einschalte, dann sollten wir einen deutlichen Unterschied hören. Ja, also für mich ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Also wir kriegen den Hall jetzt nicht hundertprozentig weg. Das habe ich auch nicht erwartet, dass er auf einmal so klingt, als wäre man richtig dicht dran. Aber mit der neuesten Version von Deverberate hat man wirklich bei der Stimme einen Drehregler, um die Stimme trockener zu machen, was bei mir auch oft funktioniert. Wir haben genug Möglichkeiten, noch den Nachhall zu beeinflussen und zu reduzieren. Und ich bin ehrlich gesagt doch ganz schön beeindruckt, wie schnell und wie gut es funktioniert. Es gibt ja noch ein paar andere Plugins, die funktioniert haben. Und hier sehe ich Deverberate 3 wirklich ganz weit vorne. Momentan gibt es das Ganze für 99 Euro bei der Plug-in-Boutique, manchmal sogar ein bisschen günstiger. Also das ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gefällt dir das Ganze? Schreib doch einfach mal einen Kommentar. Interessiert mich, was du für Erfahrungen schon gemacht hast. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!